Guten Morgen. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts werden wichtige historische Datenbestände und Statistiken vermehrt digital erschlossen. Gedruckte sozial- und wirtschaftshistorische Datensammlungen verlieren aber kaum ihre Relevanz. Das gilt auch für die sogenannten Sundson-Tabellen, eine renommierte historische Datensammlung von etwa 3000 Seiten mit Statistiken über Schifffahrt und Warenverkehr durch die Meerenge Öresund zwischen Nord- und Ostsee in der Zeit von 1497 bis 1783. Die Initiatorin der Sundson-Tabellen, Nina Ellinger-Bang, setzte sich am Anfang des 20. Jahrhunderts zum Ziel, den Zugang zu der gigantischen, etwa 60 Meter Regalfläche umfassenden Archivsammlung der dänischen Sundson-Register durch Quantifizierung zu verbessern. Auf der Grundlage derselben Archivsammlung wurde knapp 100 Jahre später Soundtoll Registers Online entwickelt, eine elektronische Datenbank der Schiffspassagen durch den Öresund, einschließlich der beförderten Ladungen und gezahlten Steuern. Die Datenbank ist komplett durchsuchbar, aber hat ein problematisches Datenmodell und enthält kaum standardisierte Angaben. Im Zuge dieses Projektes wurden aber auch die Scans der dänischen Sundson-Register, das heißt der gemeinsamen Grundlage von den Sundson-Tabellen und Soundtoll Registers Online, vollumfänglich digital verfügbar gemacht. Man könnte jetzt glauben, dass das Erschließungsprojekt Soundtoll Registers Online die Sundson-Tabellen überflüssig gemacht hat. Aber aus erkenntnistheoretischer Sicht ist eine solche Behauptung nicht gerechtfertigt. Als historische Datensammlung aus der Zeit vor der Erfindung des Computers sind die Sundson-Tabellen weiterhin ein höchst relevantes Objekt für wissenschaftshistorische Untersuchungen über die Methoden der Quantifizierung und die Epistemologie historischer Datensammlungen. Dieser Werkstattbericht zeigt oder versucht zu zeigen, wie eine wissenschaftshistorische Perspektive über Praktiken im Umgang mit historischen Daten informieren und so zu neuen Erkenntnissen über die Genese historischer Datensammlungen beitragen kann. Dabei sollte die Erforschung der Datengenese nicht nur als empirischer Beitrag verstanden werden. Vielmehr wirft die datengenetische Perspektive auch die Frage nach dem Umgang mit Legacy Collections in den Geschichtswissenschaften auf. Das heißt, die Frage nach der Nachprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen, die maßgeblich auf gedruckte und retrodigitalisierte historische Datensammlungen basieren. Bekanntlich wurden solche Sammlungen weder nach den FAIR-Prinzipien aufbereitet noch hinreichend dokumentiert. Aber trotz aller Mängel möchte und kann man nicht auf sie verzichten. Ausgehend von einer gedruckten historischen Datensammlung, die zunächst aus primären Archivdaten entstanden ist und nun wieder oder weiterverwendet werden soll, lässt sich die Datengenese an zwei Stellen verorten. Die primäre Datengenese umfasst die Transformation von den rohen Archivdaten zur gedruckten historischen Datensammlung. Die sekundäre Datengenese umfasst die Transformation von der gedruckten zur fairen, reproduzierbaren und nachhaltig verfügbaren Datensammlung. Der Fokus der Datengenese liegt also auf den Transformationsprozessen, die zum Entstehen neuer Daten führen. Weil bei jedem Entstehen neuer Daten prinzipiell auch ein neuer Datenlebenszyklus anfängt, könnte man Datengenese auch beschreiben als der Prozess, der zwischen Datenlebenszyklen stattfindet und diese miteinander verbindet. Die Herausforderung besteht nun darin, dass die Prozesse, die zur Transformation von rohen Archivdaten in eine gedruckte Quelle beigetragen haben, selten dokumentiert wurden und deswegen unsichtbar und nicht oder nicht mehr nachvollziehbar sind. Für die Wieder- und Weiterverwendung von historischen Datensammlungen, ist diese Unsichtbarkeit von zentraler Bedeutung. Sie erfordert einen hermeneutischen Rekonstruktionsakt, der die Prozesse, die zwischen den Datenlebenszyklen stattfinden, quasi sichtbar macht und a posteriori dokumentiert. Dieser Rekonstruktionsakt ist immer durch Unsicherheit und Unvollständigkeit geprägt. Dennoch liefert er einen wesentlichen Beitrag zu epistemologisch fundiertem Wissen über historische Datensammlung.
Anlehnend an die genetische Kritik in den Literaturwissenschaften nenne ich die erkenntnistheoretische Methode des Rekonstruierens der Datengenese genetische Datenkritik. Die genetische Datenkritik könnte als datenorientierter Counterpart des Genetic Criticism in den Literaturwissenschaften verstanden werden. Beide Formen der Kritik beschäftigen sich mit den kognitiven Prozessen, die sich bei der Genese von literarischen Texten und Datensammlungen entfalten und benutzen dafür eine möglichst breite Palette an verfügbaren Quellen. Für die Rekonstruktion des Schreibprozesses von Autoren wie etwa James Joyce orientiert sich die genetische Kritik zum Beispiel an Notizen, Skizzen, Tagebucheinträgen, Marginalien und verschiedenen handschriftlichen Versionen eines Textes. Für die Rekonstruktion des Transformationsprozesses von rohen Archivdaten zur gedruckten historischen Datensammlung stehen solche Unterlagen meist nicht zur Verfügung. Das liegt auch daran, dass im Gegensatz zur genetischen Kritik, in welcher die Kreativität eine zentrale Rolle spielt, für die genetische Datenkritik eher die Konstruktion im Vordergrund steht. Vielleicht noch mehr als die genetische Kritik erfordert die genetische Datenkritik deswegen eine emische Perspektive, die versucht, sich den Praktiken der Forscherinnen und Forscher wertschätzend und auf Augenhöhe anzunähern und dabei bewusst auf externe, a priori festgelegte Bewertungskriterien verzichtet. Anhand einer Statistik der Kupferexporte im Jahr 1565 soll im Folgenden gezeigt werden, wie digitale Tools und Methoden bei der praktischen Umsetzung einer solchen emischen Perspektive zum Einsatz kommen. Die Angaben in meinem Beispiel entsprechen lediglich einer Spalte in der tabellarischen Aufbereitung der Warentransporte im Jahr 1565. Also ein winzig kleiner Teil der Sundsoll-Tabellen. Aber was ist nun die Genese dieser Daten? Woher kommen sie und wie wurden sie verarbeitet? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, wurde das genetische Dossier der Sundsoll-Tabellen herangezogen und ausgewertet. Auf dieser Grundlage können wir nun erste Beobachtungen über die Datengenese der Sundsoll-Tabellen und die damals eingesetzten Methoden formulieren. Zur ausgewählten Spalte gehört übrigens auch eine Anmerkung, die präzisiert, dass außer den 97 Last, die unter der Rubrik Kupferzoll angegeben sind und die Hieronymus Schilling im Namen von Ulrich Linken von Danzig nach Augsburg geschickt hat, verstreut in den Rechnungen weitere 25 Last verzeichnet wurden. Ausnahmsweise wird in dieser Anmerkung die Bezeichnung Kupferzoll verwendet, die regelmäßig als Listenüberschrift in den Registern auftaucht, aber in den Sundsoll-Tabellen gar nicht erwähnt wird an anderen Stellen. Die Grundlage für die Statistik der Kupferexporte im Jahr 1565, die hier in aufgefrischter Form so aussieht, bilden insgesamt drei Zolllisten. Das liegt daran, dass die Beamten im Öresund zu dieser Zeit eine Vielzahl von Teillisten führten, um verschiedene Zölle zu erfassen. Diese Praxis hatte mehrfach Registrierungen einzelner Schiffer und Ladungen zur Folge. In den Sundsoll-Tabellen wurden diese Teillisten ohne Ausnahme in einheitliche Tabellen überführt. Dabei sind die in Listen über und Unterschriften erhaltenen semantischen Informationen und somit der fiskalische Charakter der Quelle weitgehend verloren gegangen. Die erste Liste erfasst den Kupferzoll. Diese Liste umfasst nicht mehr als drei Folioseiten. Die anderen Listen sind viel umfangreicher und erfassen einerseits niederländische Schiffe und deren Waren und andererseits Angaben über die Berechnungsgrundlage und Bezahlung des Feuergeldes. 30 Schiffer, die insgesamt 97 Last Kupfer zugunsten von Ulrich Linken durch den Öresund transportierten, wurden in der Kupferzollliste registriert. In der Regel bezahlten diese Schiffer auch das Feuergeld und sind entsprechend auch in dieser Zollliste auffindbar. Auch andere niederländische Schiffer transportierten Kupfer, ohne an den Geschäften des Ulrich Linken beteiligt gewesen zu sein. Diese Schiffer wurden in der Niederländerliste und in der Feuergeldliste erfasst. Das betrifft 11 Schiffer, die insgesamt 16,5 Last Kupfer transportierten. Schließlich gibt es noch 3 weitere Schiffer, die nur in der Feuergeldliste auffindbar waren und weitere 8,5 Last Kupfer transportierten. Bemerkenswert ist,
dass die von Nina Ellinger-Bang gemachten Angaben über die verschifften Mengen, 97 Last in der Kupferzollliste und noch 25 Last verstreut in den Registern, mit Hilfe von Abfragen in Soundtoll Registers Online vollständig rekonstruiert werden konnten. Vermutlich haben die Mitarbeiterinnen von Nina Bang stillschweigend eine Art Nominal Record Linkage eingesetzt, um aus den verstreuten Mehrfachregistrierungen eine einheitliche Liste zu erstellen. Aber auch die Verteilung der Kupfermengen nach Heimatsort des Schiffers ist problemlos nachvollziehbar und zeigt, dass stillschweigend eine Vereinheitlichung der Ortsnamen vorgenommen wurde. Wahrscheinlich ist, dass die Listenüberschriften bei der Identifikation der Mehrfachregistrierungen eine große Rolle spielten. Möglicherweise setzte Nina Bang für die Datenerfassung sogenannte Needle Cards ein, die es seit den 1890er Jahren ermöglichten, Angaben in einer Papierendatenbank zu sortieren und auszuwählen. Zusammenfassend können zwei Beobachtungen festgehalten werden. Erstens, aufgrund von Entscheidungen über das Nichterfassen von bestimmten Daten hat sich die Semantik der Zeitreihen zum Teil geändert. Insbesondere der fiskalische Charakter der dänischen Sundzoll-Registern ist in den Sundzoll-Tabellen verloren gegangen. Zweitens, die Mehrfachregistrierungen einzelner Schiffer wurden während der Quantifizierung stillschweigend aufgelöst. Die Auflösung umfasste sowohl die Vereinheitlichung von Ortsnamen, Produktbezeichnungen, Maßen und Gewichten, als auch das Zusammenführen von zerstreuten Angaben über einzelne Schiffer. Im Anschluss an diesen Beobachtungen kehre ich nun zur Frage nach dem Umgang mit Legacy Collections in der Geschichtswissenschaft zurück und halte fest, dass die genetische Datenkritik zumindest teilweise den Umgang früherer Generationen von Historikerinnen mit rohen Daten offenlegen und nachvollziehbar machen kann. Anders gesagt, ohne genetische Datenkritik sind genaue Aussagen über die Methoden der Quantifizierung kaum möglich. Mit genetischer Datenkritik gehört zumindest einen mittelbaren Einblick in die Methoden der Quantifizierung und Erschließung von historischen Datensammlungen aus der vordigitalen Zeit zu den Möglichkeiten. Und genau aus diesem Grund trägt die genetische Datenkritik zur Wieder- und Weiterverwendbarkeit historischer Datensammlungen bei. Allerdings wird dabei vorausgesetzt, dass die datengenetischen Prozesse, die zu jeder historischen Datensammlung gehören, systematisch erfasst werden und der hermeneutische Rekonstruktionsakt in die Erfassung mit einbezogen wird. Aber wie könnte man das realisieren? Mein Vorschlag ist, um sich am informationswissenschaftlichen Konzept Paradata zu orientieren. Ich habe ein bisschen Zeit, ja? Gut. Und diese Paradata mithilfe der Provenance Ontology systematisch zu erfassen. Paradata dokumentieren, wie Daten erstellt wurden, unter welchen Bedingungen, mit welchen Instrumenten, wer was wann getan hat und wer beispielsweise Entscheidungen unter welchen Voraussetzungen getroffen hat. Im Kontext der genetischen Datenkritik haben Paradata eine doppelte Bedeutung. Einerseits dokumentieren sie den Umgang früherer Generationen von Historikerinnen mit den rohen Daten, die sie bearbeitet haben, und andererseits dokumentieren Paradata auch die Methoden der Datenverarbeitung und Auswertung von digital arbeitenden Historikerinnen in der Gegenwart. Dieses Bild zeigt, wie mithilfe der Provenance Ontology Paradata in ihrer doppelten Bedeutung systematisch erfasst werden können. Die rechte Seite des Bildes bildet das Ergebnis der genetischen Datenkritik für die Zahl 5 aus dem obigen Beispiel ab. Die linke Seite erfasst die Provenance of Provenance und präzisiert die Rolle der digital arbeitenden Historikerin während der hermeneutischen Rekonstruktion. Natürlich ist dieser Werkstattbericht nur ein erster Versuch, um die Prozesse der Datengenese systematisch zu erfassen, die aus der Wechselwirkung von Sundzoll-Tabellen, Soundtoll-Registers online und Scans ersichtlich werden. Es wäre nun sinnvoll, anzuknüpfen bei Überlegungen von Fachkolleginnen aus der Informationswissenschaft über Paradata und aus einer historischen Perspektive zu deren Weiterentwicklung beizutragen.
Das ist keine geringe Aufgabe, aber sie hat das Potenzial, aus den Sundsvall-Tabellen mit ihrer vielfältigen Geschichte und ihrem herausragenden genetischen Dossier ein Paradebeispiel für die Erforschung der Geschichte der Quantifizierung und der Datengenese in der vordigitalen Zeit zu machen. Ich danke.